Hallöchen und Servus zurück bei Let's Play das Amt. Ja, wir haben ja letztes Mal unser allererstes Fest gegeben und jetzt geht's gleich mal weiter mit der nächsten Woche. Die übliche Prozedur am Anfang. Oh, das ist schön. Wir möchten ein Parkhotel bauen. Da sind richtig viele Betten drin, deshalb lassen wir das natürlich bauen. Jawohl. Könnte sogar sein, dass die das auf das Gelände bauen, das wir bei der letzten Gemeinderatssitzung gerade geändert haben lassen, weil das relativ groß war. Herr Giel, um was geht's denn? Ja, und dann kommen wieder die Viehzuchtbetriebe und holen mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich war gerade etwas euphorisch aufgrund des Sporthotels. So. Also, Wirtshaus. Herr Schirach, was haben Sie denn vor? Ja, wie gesagt, die landwirtschaftlichen Betriebe. Sie möchte uns ein 4,48 Hektar großes Grundstück abkaufen. Da muss aber ein bisschen mehr bezahlen. Gut. Dann eben nicht. Hätte ich gerne, aber funktioniert ja nicht. So, Biergarten. Herr Haseneder. Sessellift hatten wir schon lange nicht mehr. Sagen, ich habe was gegen Landwirtschaft bauen müssen. Kann ich bauen. Gut, ein netter Nebeneffekt, der kann man auch übernachten. Ja, man muss auch ein bisschen am Dorf denken, oder? Das ist ein Stück verkäufen. Ja, das ist jetzt auch sehr überraschend mit diesem Riesenhotel von vorher. Im Normalfall ist es nämlich eher so, dass diese erst gegen später im Spiel kommen, aber das ist umso besser. Ich muss gerade nochmal gucken, okay. Ich war gar nicht mehr sicher, ob noch irgendwo anders was ist. Aber wie gesagt, zu dem Hotel nochmal. Das ist nicht so üblich, dass die schon relativ bald im Spiel kommen, deshalb fühlen wir uns da ein bisschen geehrt jetzt. So, Herr Bayerköhler und Ihre Namensgebung. Unser Verein, Traditionsverein, Volksgruppe, dessen Vorsitzender ich bin, würde gerne den aus dem Kulturportal gefördert werden. Jo, Julio. Er würde gerne gefördert werden, na dann. So, halt. Wir müssen ja noch Ausschreibungen veranlassen. Und zwar haben wir jetzt letztes Mal eine Straße in Auftrag gegeben. So, das oben genannte Gemeinde schreibt die Straßenarbeit im Berggebiet öffentlich aus. Die Ausschreibungsunterlagen können im Rathaus gegen Vorlage der Einzahlungsvergütung abgeholt werden. Der eingezahlte Betrag wird in keinem Fall erstattet. Art und Umfang der Leistung 0,5 Hektar, das ist jetzt einfach die Größe von dem Ganzen. Bergbaugebiet Feldnummer, das ist auch unwichtig. Unkostenbeitrag für den Teilnehmer 63 D-Mark. Annahmeschluss ist der 26.06. Das heißt, danach sollten wir mal gucken. Ausschreibungsgebiet ist das Gemeindegebiet, aber da werden wir jetzt erstmal das Ausschreibungsgebiet ein bisschen verändern. Und zwar zumindest mal auf das Land Bayern. Man könnte es auch noch bundesweit, nur im Gemeindegebiet, alle umliegenden Gemeinden oder ja, eben ausschreiben. Aber wir bleiben mal hierbei. So, Ausschreibung veröffentlichen. Gut, dann komme ich erstmal allein zurecht. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal in unserer Wäscherei, Reinigung vorbei. Ja, es hat wieder ein bisschen abgenommen, wenn ich das richtig sehe. Die Kosten sind wieder gestiegen.
Haben wir denn ein bisschen mehr? Naja, dann nicht so. Hier. Überschaubar. Gut. Die Runde ist gleich wieder vorbei. Deshalb würde ich sagen, beenden wir die Runde und wir schieben gleich noch eine hinterher. Also eine Woche. So, als Bürgermeister möchte ich Gemeinderatssitzung öffnen. Öffentliche Vereinsförderung. Ja, den Text kennt ihr ja schon. Keine Gegenargumente, also wird erstmal abgestimmt. Ach so, ja, nee, wir müssen erstmal noch festlegen, also 100.000 würde ich wieder sagen. Gut. So, weiter geht's. Rathaus. Die Kabinenbahn, sehr wichtig. Haben wir auch noch keine im Gemeindegebiet. So, er möchte uns was verkaufen. Jawohl. Frau Pemp. So. Na, kommen wir da noch auf unter 100.000? Jawohl. So, was haben wir für Termine? Wirtshaus, Biergarten, Wirtshaus. Gut. Ennis. Ich hoffe, das wurde jetzt ungarisch ausgesprochen. So. Bei SZ ist im Ungarischen nämlich ein S. Für alle, die das noch nicht wussten oder wissen wollten. Oh, habe ich jetzt gerade einen landwirtschaftlichen Betrieb genehmigt? Ich fürchte ja. Naja, soll ihm mal gegönnt sein. Also mehr entgegenkommen kann man jetzt von meiner Seite aus auch nicht mehr erwarten. So, gut. Jetzt gucken wir mal noch ganz kurz nochmal im Heimatverein vorbei. Ich wollte nämlich ja noch das Oktoberfest organisieren. Ja. So. Interessanterweise habe ich gelesen, dass es im September gefeiert wird. So, jetzt müssen wir bloß gut auswählen. Also, die ganzen Traditionsvereine sind mal eingeladen. So. Dann würde ich noch sagen, machen wir noch die ganzen Alphornbläser. Christlicher, volkstümlicher Chorverein. Die Schützen. Ja, das muss erstmal reichen. Gut, also. Speichern wir diese. Jawohl. Also nochmal kurz, das wird im September gefeiert. Warum genau, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Vielleicht deshalb wird es hier nicht auch im September gefeiert. Also in der realen Welt. Gut, schauen wir nochmal kurz in der Reinigung vorbei. Na, wirklich höher geworden ist es nicht. Ja, das hat die Kasse, ja, es geht auch runter. Das meinte ich. Man kann relativ schnell pleite werden. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Gemeinderatssitzung, aber da nicht viel passiert, würde ich auch sagen, dass wir jetzt dann einfach den Part beenden. Bis zum nächsten Mal.